Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Erzieher, Kinderpfleger, Sozialassistenten leisten für unsere Gesellschaft einen Dienst von besonderer Bedeutung. Sie betreuen und pflegen nicht nur, sondern erfüllen neben den Eltern auch Erziehungsarbeit. Sie dienen dazu, unsere Kinder zu befähigen, einmal die Aufbauleistung und den Wertekanon vorangegangener Generationen zu übernehmen und weiterzuführen. Doch herrscht in diesen Berufsgruppen ein Mangel. Die vielbetonte Notwendigkeit und Wichtigkeit ihrer Tätigkeit schlagen sich nämlich nicht allzu oft auch in der Wertschätzung nieder. Was das Gehalt angeht, hat die Kollegin Hohmann schon ausgeführt. Wir begrüßen natürlich auch die Einigung der beteiligten Tarifparteien und freuen uns daher über diesen entscheidenden Abschluss. Mit dem Gute-Kita-Gesetz wird von Bund und Land das Ziel gesetzt, die Qualität der frühkindlichen Bildung und Erziehung und Betreuung zu verbessern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden können, bedarf es gut ausgebildeter und motivierter Menschen aus dem gesamten Bereich der Erziehungsberufe. Und ich kann nur meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass ja doch mehrheitlich hier in diesem Hause die Auffassung herrscht, dass wir diese Schulgeldfreiheit gerade für diese genannten Berufsgruppen hier auch durchdrücken wollen. Nur einem gewissen Prozentsatz war das Glück gewogen, einer der begehrten Ausbildungsplätze an staatlichen Schulen zu erhalten. Und darum stellen die freien Schulen für diesen wichtigen Ausbildungssektor auch einen erheblichen Faktor hier im Land dar. Jedenfalls sieht der Gesetzentwurf der Koalition vor, diese Maßnahme auf das Schuljahr 22 und 23 auch auszuweiten. Wie der Gute-Kita-Bericht 2020 wiedergibt, erfolgte die Umsetzung der Maßnahme Schulgeldfreiheit für Ausbildung an Schulen in freier Trägerschaft zum 1. Januar 2020 bzw. dann rückwirkend zum 1. August 2019. Für die bestmögliche Erziehung, Betreuung und Bildung unserer Kinder darf und kann es auch keinen Grund geben, sich hinter dieser leidlichen Finanzierungsfrage zu verstecken. Denn dass in unserem Land jederzeit Geld verfügbar ist, das kann man ja gerade auf Bundesebene sehr gut nachvollziehen und sehen, wenn dann kurzerhand in den Bundesministerien mal kurzerhand 758 Beamtenstellen geschaffen werden oder der Kanzler Scholz sich für eine halbe Milliarde ein neues Häuschen gönnt. Wir sehen also, Geld war und ist auch auf Bundesebene vorhanden. Es ist also an der Zeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und daher möchte ich für die AfD-Fraktion hier zum Ausdruck bringen, dass wir für die völlige und dauerhafte Schulgeldfreiheit in unserem Bundesland sind und sehen daher, dass hier eine bestehende Gerechtigkeitslücke geschlossen wird. Und daher schließen wir uns auch den Vorrednern an und stimmen für die Überweisung in den jeweiligen Fachausschuss. Vielen Dank.